In diesem Video erfährst du die Auflösung aus dem Monatsquiz Juni 2021. Die Fragestellung des Quiz war, wer ist antragsberechtigt, einen sogenannten Vorgründungsberatungsgutschein zu beantragen? Die Abkürzung hierfür lautet AVGS und AVGS steht für Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein. Früher waren die nur gedacht für Bewerbungscoaching. Heute kannst du die auch dann bekommen, wenn es gilt, einen Businessplan, einen Finanzplan zu erstellen, eine erste Marketingplanung zu machen und vor allen Dingen die fachkundige Stellungnahme für die Agentur für Arbeit oder für das Jobcenter. Und wenn du das Video aus dem Vormonat gesehen hast, du findest es sicherheitshalber nochmal in der Videobeschreibung unterhalb diesen Videos, dann wirst du dort insgesamt 7 Alternativen vorgeschlagen bekommen. Und 5 davon sind richtig, 2 sind falsch. Wer kann nun also ein AVGS, also ein Gutschein für Businessplan, Finanzplanerstellung, Marketing und allgemeine Erstberatung für deine Existenzgründung tatsächlich auch beantragen? Die gute Nachricht ist, es können alle, die im ALG 1 oder 2 Bezug sind, es können alle, die im ALG 1 und 2 Bezug sind und einen Nebenerwerb angemeldet haben, aber es können keine beantragen, die bereits einen Vollerwerb haben. Wenn du beispielsweise beim Jobcenter gemeldet bist als Selbstständiger im Leistungsbezug und du bist als Vollerwerbsgründer gemeldet, dann hast du keinen Anspruch auf ein AVGS. Auch wird es schwer, ein AVGS zu bekommen, wenn du bisher angestellt warst und parallel schon ein Unternehmen angemeldet hast, aber den Fehler gemacht hast bei der Gewerbeanmeldung, dass du dich gleich im Vollerwerb angemeldet hast. Denn sobald du mehr als 15 Stunden pro Woche arbeitend tätig bist und in der Gewerbeanmeldung meistens die Frage 16 auch so angekreuzt hast, dass du nicht im Nebenerwerb tätig bist, dann bist du weder anspruchsberechtigt für ALG 1 und du bist damit auch nicht anspruchsberechtigt für Gründungszuschuss und den AVGS. Interessant ist aber auch, dass du als Angestellter, der bald arbeitslos wird oder wenn du arbeitssuchend gemeldet bist, aber keine Leistung beziehst, wohl einen Antrag auf AVGS stellen kannst. Denn die Agentur für Arbeit und auch die Jobcenter sagen, dass sie dich mittels eines AVGS, also einer Vorgründungsberatung, die dich dabei unterstützt, deine Unterlagen fertig zu machen für eine gute und gelungene Gründung, dass das die Wahrscheinlichkeit deines Aufenthalts in dem Bezugswesen der Jobcenter und Arbeitsagenturen verringert. Das heißt, die Agenturen nehmen Geld in die Hand, so früh wie möglich, um dich auch so früh wie möglich wieder loszuwerden, sprich zu vermitteln, entweder ein Angestelltenverhältnis mittels Bewerbungscoaching oder wie in diesem Fall mittels einer Vorgründungsberatung in deinen erfolgreichen Vollerwerb. Wenn du die richtige Lösung eingeschickt hast, dann werden wir eine Ziehung aus diesen Richtungen Einsendung auch vollziehen. Und wenn du gewonnen hast, dann gratulieren wir dir nicht nur, sondern nehmen auch mit dir aktiv Kontakt auf, sodass du dein Präsent, deinen Gewinn auch einlösen kannst. Und wenn du selbst Unterstützung brauchst, dein AVGS zu beantragen, dann helfen wir dir gerne nicht nur nachdem du deinen Gutschein bekommen hast, sondern auch schon gerne davor, um über diese Maßnahme eine möglichst große AVGS-Ausstellung auch zu erwirken. Gerne kannst du also Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Gerne lade ich dich ein, unseren Kanal zu abonnieren und auch das Video wieder zu liken. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Gründung oder beim Wachstum deines Unternehmens und später natürlich beim erfolgreichen Exit. Dein Daniel Schäfer.